Hallo und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pflanzen gegen Zombies. Wir sind in Welt 1.6 und haben letztes Mal das Tutorial eigentlich so gut wie abgeschlossen. Und ich würde sagen, ohne groß weiterzulabern, machen wir mit dem nächsten Level weiter. Wir setzen also wieder mal provisorisch unsere erste Sonnenblume. Denn ich hoffe, ihr habt alle den letzten Part geguckt. Beziehungsweise... Es wäre schön, wenn ihr das getan habt. Ich kann es euch nicht verübeln, wenn ihr es nicht tut. Er war sehr langweilig. Naja, jetzt kommen bessere Zeiten auf uns zu, denn wir haben das Tutorial eigentlich abgeschlossen. Zwar sind unsere Pflanzen Schrott. Ich meine, wir haben eine Nuss, die nicht annähernd wie eine Nuss aussieht. Eine Kartoffeltretmine. Ja, das sind eigentlich die einzigen drei, die ich wirklich verwenden werde, aber ich kann einfach des Spaßes halber so eine Kartoffelmine hinsetzen. Und Sonnenblume Nummer 3. Denn die braucht erstmal eine Weile zum scharf machen. Ja, die kommen nicht weit. Naja, wir werden es früher oder später bestimmt eh noch sehen. Hier, jetzt ist die scharf, das heißt, sobald ein Zombie drauftritt, macht's. Bumm. Naja. Ich bin ein Botaniker. Dam, 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 dam. Ach ja. Ich gehe morgens in meinen Garten, pflanze meine Pflanzen und verbarrikadiere mich in meinem Haus. Vor den Zombies. Der einzige Zombie, vor dem es mir wirklich graut, das sind jetzt nicht die hier. Die sind Mist. Komm, da, für den können wir einfach mal so ein Ding setzen. Der wird noch kommen. Und da ist er auch schon, mein bester Freund. Der hat eine ganz dreckige Eigenschaft. Ihr habt sie gesehen, explodiert. Naja, dieser Sportzombie springt über die erste Pflanze. Und das macht er auch nicht gerade langsam. Das heißt, er ist zu aktuellen Zeitpunkt der gefährlichste Zombie, den wir kennen. Los, schnell, töte das Vieh. Töte es. Gut gemacht. So, einmal belohnen Zombie. Das kriegen wir auch hin. So. Wie gesagt, unsere Taktik ist eigentlich noch recht eintönig, da wir nichts wirklich Interessantes haben. Aber das kriegen wir hin. Das Level ist ja auch fast geschafft. Und eine Welt, wenn man so will, besteht aus 10 Leveln, war es, glaube ich. Und ab Welt 3.3.3, wo ich immer hingeblieben bin, wird's schwierig, finde ich. Und da ist unsere letzte große Zombie-Welle. Bam. Und ihr seht schon, ich habe diesen Zombie, wie versprochen, verändert. Ich fand ihn halt so schön. Das kannst du vergessen. Obwohl, na Mist. So, ich zeige euch einfach mal, was passiert, wenn jetzt der Zombie diesen Rasenmäher erreicht. Das habe ich euch schon erklärt letztes Mal. Aber ich glaube, zeigen ist auch ganz lustig. Und er bewegt sich langsam auf den Rasenmäher zu. Gleich hast du es geschafft. Los, wir feuern ihn an. Los, Zombie, los. Los, Zombie, los. Und das war's mit ihm. Und hier kriegen wir schon unser erstes besseres Item. Vor allem gegen diese Sportzombies. Und zwar die Eiserbsenblume-Pflanze. Hagelzuckererbse.
verschießt gefrorene Erbsen, die den Feind schädigen und aufhalten. Ja, das ist doch eine nette Sache. Ab ins nächste Level. Haus von PC Gaming LP. Pflanzen. Brains. Ich weiß auch nicht warum. Vor allem das Design dieser Maus gefällt mir. Also des Mauszeigers. Zombies, we're coming. Brains. Jo, kotzt eure Sonnen für mich aus. Da hab ich nämlich immer gedacht, ich dachte immer, die kotzen das aus, weil die haben hier riesige Gesichter. Und die Sonnen sind ungefähr so groß wie deren Gesicht. Ah, das ist auch gut. Und zwar, ihr seht schon, so ein Level kann mehrere große Wellen haben. Wir haben hier jetzt schon zwei. Und ich glaube, es kommen auch noch Level mit 4 Stück sogar auf uns zu. Falls ihr euch übrigens denkt, ja, das von dem Level her wird ja nicht wirklich schwieriger, außer den Zombies, da irrt ihr euch. Ich werde nicht von wegnehmen, was noch passiert. Aber die Karte wird sich schon noch verändern. Wir bauen jetzt wieder unsere Verteidigungslinie auf, obwohl, ja, wir sparen jetzt erstmal kurz. Denn hier setze ich jetzt einfach mal diese Hagelzuckererbse in die zweite Reihe und Feuer frei! Denn die schädigt den Zombie nicht nur, sondern macht ihn auch extrem langsam. Das war knapp. Dann... Und falls ihr es noch nicht gemerkt habt, die Pflanzen laden sich auch alle unterschiedlich schnell wieder auf. Sowas wie eine Kirschbombe, die braucht halt besonders lang, weil die extrem stark ist. Ich hab gehofft, der kommt später. Schnell, eine Sonne muss noch kommen. Kommt schon. Danke. Leck mich am Arsch. So, das kriege ich so hin. Und damit sind alle unsere Probleme beseitigt. Also gut, wie? Die Zombies sind ja immer noch da. Dass ich ja einfach meine Pflanzen auch nach jedem Level wieder neu ausbuddle, das finde ich interessant. Ich meine, wer macht sowas? Ich will hier. Jetzt habe ich eine Reihe mit Eiskanonen und eine mit normalen Kanonen. Die nächste Welle kommt gleich nach dem Zombie. So, hier eine Erbsenkanone hin oder kurz auf die Kirschbombe sparen. Wir nehmen die Kirschbombe. Oh, wir kriegen ja sogar fast beides hin. So. Und wir kriegen beides hin. 3, 2, 1. Jo, die Deutschen haben ja keine Chance gegen mich. Komm, wir machen noch eine dritte Reihe. Irgendwo muss das Geld ja drauf gehen. Vor allem die Pylonzombies sind jetzt kein Problem mehr bei uns. Und wir schicken mal 3 Blumen in den Kampf. Da haben wir es noch schneller erledigt.
Nachricht an mich selbst. Nachrichtenprogramme im Hintergrund schließen bei der nicht vollen nächsten Aufnahme. Ja, kann man jetzt nicht ändern. Ja, ihr könnt mich alle mal. Ihr könnt mir gar nichts. Leute, ich verbrat gerade einfach so mein Geld aus Langeweile. Das merkt man aber, glaube ich. Und sie bewegen sich langsam auf uns zu. Und die letzte große Welle. Ja, ich glaube, bis zur zweiten Welle kommen wir heute nicht mehr. So. Ah ja, mein wunderbares, schönes Ding. So, den bringen wir um. Der kommt hier hin. Verbraten wir das letzte Geld, das wir haben. Das ist so ein zweischneidiges Schwert, das Vieh. Das ist der Schnapper, hieß er, glaube ich. Ja, Schnapper. Und zwar verschlingt dieser Zombies, ist aber während dieses Kauens hilflos. Jetzt muss man überlegen, tut man in die vorderen rein oder in die hintere zur letzten Verteidigung? Denn nach, egal welcher Zombie kommt, der frisst es hundertprozentig auf, aber kann halt danach nichts machen. Und ich glaube, das Level schaffen wir noch. Ja, ich glaube, wir nehmen das Ding auch direkt rein. Und ich sehe jetzt schon, hier sind viele Pflanzen-Slots, aber wir können nicht jede Pflanze mitnehmen. Und ich würde sagen, wir nehmen die Sonnenblume, die Erbsenkanone, die Eisblume, die neue Pflanze noch. Ja, und für den wirklichen Notfall nehmen wir einfach noch die Walnuss. Sorry, Tretmine, aber ich habe dir gesagt, ich brauche dich nicht. Pflanzen! Ihr könnt mir auch gerne sagen, was ihr für Erfahrungen mit Pflanzen gegen Zombies gemacht habt. Ich habe eigentlich nur positive Erinnerungen davon. Aber würde mich mehr interessieren, was haltet ihr von dem Spiel? So, vier Sonnenblumen sind da, das heißt, Sonnenproduktion ist gewährleistet. Und aller guten Dinge sind 5. Haben wir somit also auch erledigt. Und damit haben wir schon mal die Basis. Dahin. Ah, okay, das ist jetzt ungünstig, aber ich glaube, den kriegen wir auch noch hin. Gibt mir 2 Sonnen und die Sache ist gegessen. Wie er hier die Zunge raushängen lässt. Sag mal, wer räumt den ganzen Zombie-Müll eigentlich auf? Ich will die Kadaver nicht wegräumen. So, ich glaube, wir gönnen uns gleich mal einen Schnapper. Und ich weiß auch schon wo, denn das Ding tankt verdammt viel. So. Nom. Ich find's auch lustig, wie diese Pflanzen so tanzen. Kann man das Tanzen von den Pflanzen nennen? Ihr seht, meine Erbsenkanone kann dem nicht anhaben. Ja,
das Ding. Nom. Mit einer wunderbaren Kau-Animation. So. Bin gespannt, was wir am Ende des Levels kriegen. Level haben wir aber auch gleich geschafft. Das ist ein kurzes Level. Ach komm, hängen wir das 9. auch noch dran und dann haben wir es auch. Komm, noch eine Blume, dann haben wir wieder unsere schönen 2 Reihen. Eine Blume. Eine Sonne brauche ich. Danke. Oh, sogar mehr als ich brauche. Großzügig. Wo tun wir das Ding denn hin? Dahin. Ah, das ist eine schöne Form, und zwar die Weiterentwicklung der normalen Erzkanone. Denn diese schießt gleich 2 Schuss auf einmal und deswegen kostet sie auch doppelt so viel. Ich bin mir nicht sicher, ob das nächste Level so ein Minispiel-Level war, darum. Wenn es ein Minispiel-Level ist, machen wir es noch. Dafür haben wir noch Zeit. Bei einem normalen Level, nee, das reicht nicht. Mal sehen. Nee, das ist ein normales Level, aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein. Ciao.